Machst du uns ein leckeres Vitaminwasser? Na Klärchen. Das ist so geil. Julian, ich habe eine Überraschung für dich. Damit rechnest du jetzt auf keinen Fall. Ich würde sagen, da will mir jemand meinen Titel klauen, weil mein letztes Video ist Überraschung. Ich habe wirklich eine geile Überraschung für dich. Ich freue mich, wenn es wirklich eine geile Überraschung ist. Hau raus. Und zwar kommt die Wanni jetzt gleich mit unserem neuen Auto. Jetzt gleich? Ja! Ich habe wir haben so eine Ansprechpartnerin bei Mercedes, über die wir immer unsere Autos bekommen. Und die hat mir geschrieben, dass das Auto da ist. Und dann habe ich die Wanni gefragt, ob die das für uns abholen will. Und die kommt jetzt gleich. Jetzt? Ja! Heute? Ja, ja, ja! Was? Wir müssen die ganze Garage noch aufräumen. Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Freust du dich? Also ich wusste, dass es jetzt bald irgendwann kommt, aber... Ja, ich weiß, es hat sich alles wegen der aktuellen Situation so verzögert. Und dann hat die mir geschrieben, da dachte ich mir, boah, damit überrasche ich jetzt den Julian. Die hat mir gerade eben geschrieben, dass sie, glaube ich, um 4:45 bei uns ist. Wie viel Uhr haben wir? 4:15. Echt jetzt? In einer halben Stunde ist unser Auto da. Oh, okay, das habe ich jetzt selbst nicht im Kopf gehabt. Ja, also... Was denn, wer wenn jetzt geklingelt hätte? Hättest du mir gar nicht gesagt, oder dann... Wie ist die nach Stuttgart gekommen? Ich hab dein Zugticket. Was? Da hab ich nichts mitbekommen, aber ich krieg doch immer die Bestätigungs-E-Mails. Ach so, nee, ich hab ihre E-Mail angegeben, damit die auch das Zugticket rübergeschickt bekommt. Ja. Und jetzt kriegen wir gleich einen GLS. Das ist so ein riesengroßer Geländewagen mit 7 Sitzen. Ich bin sehr gespannt. Jetzt können wir endlich auch mal wieder Leute mitnehmen, wenn beide Kinder im Auto sind. Weil, ich habe den Wagen ja eh noch nie gesehen. Ne? Noch nie live. Also noch nie bewusst gesehen. Ja, auf der Straße schon. Du hast ihn ja konfiguriert. Und die Bibi hat mir den vor einem Jahr... Ich habe den nicht konfiguriert. Das ist der, den wir so fertig bekommen haben. Hä? Ich kenne nur den konfigurierten. Nein! Was kommt denn gleich für ein Auto? Also ich wollte den GLS als AMG-Motor haben. Du meinst diesen Graumatten? Ja! Der kommt gleich in also Graumatt. Also der ist nicht in Matt. Welche Farbe hat der denn? Noch eine Überraschung. Ich lasse dich einfach überraschen. Frag nicht, wo das Auto jetzt hin soll, bitte. Wo soll das Auto hin? Ich weiß selber nicht, wie das passen soll. Also wir hatten ja schon easy 2 Autos in dieser Garage stehen. Da hatten wir aber keine Kinderwagen drin, nee. Und das Auto war auch nicht hier. Wo war das eigentlich, bevor wir das hier hingestellt haben? Das hatten wir draußen stehen. Aha. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier irgendwie aufräumen, damit das Auto hier reinpasst. Also sieht ja eigentlich gar nicht mal so krass unordentlich nee, aus, also, aber... Lass uns das mal kurz ohne Kamera bereden. Wir haben ein scheiß Problem. Ich weiß, Julian, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Wir müssen irgendwie... Wo tun wir denn jetzt die Kinderwagen? Wir müssen uns jetzt entscheiden, Bierkästen oder Kinderwagen. Ja. Nehmen wir einen Bierkasten, oder? Ja. Das Auto ist gerade angekommen. Wir haben den anderen jetzt einfach mal rausgesetzt, weil wir die Sachen noch wegräumen müssen. Und die Bibi setzt den Wagen jetzt gerade rückwärts rein. Ach du Scheiße, ist der riesig. Den kriegst du ja niemals rein. Der passt doch nicht mal von der Höhe. Was ist das für ein Schiff? Von der Länge weiß ich nicht. Guck mal, wie klein die... Also Bibi sieht ja eh mal klein aus, aber... Aber auf den Millimeter, ey. Ja, okay, das noch. Aber noch 3-4 Zentimeter. Kranke Scheiße, sieht das riesig. Ne, ich kann mich sogar hier draufstellen. Geil. Ey, kannst du eine Hausparty drin schmeißen? Hier sind noch 2 Sitze, ne? Ja, die kann man aber auch umdingen, dann haben wir einen riesen Kofferraum. Aua, ich bin in den Kopf gestoßen. Ist das riesig. In dem anderen Auto, das ist, was übrigens mein absolutes Traumauto ist, sitzt man halt eher so. Und hier, also die Bibi sitzt ja schon, ne? Fetter Scheiß. Tu deinen Fuß da runter. Krass, ich kann meinen Fuß hier hinlegen und du checkst das vorne gar nicht. Boah, das ist wirklich so Hammer. Und ja, daneben den Gartenschlauch müssten wir das andere Auto platzieren. Hauptsache, der Ferrari hat irgendwie noch reingepasst. Cool, dass du überhaupt über die Motorhaube gucken kannst. Haha, sehr lustig. Guck mal, ich kann hier auch
glaube nicht, schon viel größer. Krass, jetzt kannst du sogar übers Dach gucken. Ja. Oh oh, nein, das ist zu eng. Das ist eine sauknappe Nummer, aber es passt. Funktioniert doch. Das ist doch mega. Mega geil. Scheiße. Oh, ich bin Schlüssel drin vergessen. Wenn wir uns einmal daran gewöhnt haben, wie wir hier parken müssen, dann funktioniert das doch bestimmt auch gut. Hallo, wir sind gerade im Parkhaus. Das erste Mal im Parkhaus mit diesem riesen Auto. Und es ist interessant. Aber ich habe da direkt einen Parkplatz in sich. Oh, die hat aber auch immer ein Glück, wieso, ne? Wieso parken die dann also ich wollte, schief? Du stehst auf zwei Parkplätzen. Ja, nee, machst du richtig, machst du gut. Ich bin wirklich stolz auf die Bibi. Ach, ah, das ist knapp. Ja, ich mache hier noch so einen Rückwärtsschwenker. Ah ja, nee, also... Einparken, das kann ich. Die Einfahrt ins Parkhaus war schon lustig. Schade, daraufhin hat Julian erst die Kamera raus. Bianca ist halt so ungefähr mit 30 Stundenkilometer ins Parkhaus reingefahren. Und wir wussten nicht 100%, ob wir überhaupt durchpassen. Also von der Höhe her. War eine lustige Nummer, aber hat doch geklappt. Warte, das ist dein Video. Ja. Wieso rede ich die ganze Zeit? Wir können es auch zu deinem Video machen. Nein! Was hältst du davon? Nö! Ich mach mal ein bisschen so ein Schräg, dann sind wir beide schräg. Das ist eh ein bisschen schräg in deinem Hirn. Okay, 18, der Laden hat noch 49 Minuten auf. Richtig, wir wollen was besorgen. Wenn du was willst besorgen, verschiebe es nicht auf morgen. Morgen, nur nicht heute, sagen alle Faulen. Leute! So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir kommen mal zu einem Ende dieses Videos. Die Überraschung ist mir auf jeden Fall gelungen. Julian hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir das Auto jetzt schon bekommen. Ich bin mega happy über das Auto. Ich finde es super, super geil und freue mich schon, mich jetzt richtig daran zu gewöhnen, die Tage, dass wir endlich jetzt mal ordentlich Platz mit den zwei Kindersitzen da hinten drin haben. Wenn was? Du die Tür aufmachst, schreit da so ein Mercedes-Stern auf dem Boden. Ja, das habe ich gesehen. Hast du auch gesehen? Mega geil. Blend das mal ein oder so. Ich blende es euch mal ein. Schaut unbedingt auch bei Julians Video vorbei. Wir haben dem Raphael nämlich eine richtig krass fette Überraschung gemacht. Und zwar haben wir ihm seine Traumuhr gekauft und geschenkt. Also wirklich, er hat sich so krass gefreut. Und er hat noch viel weniger damit gerechnet, als Julian mit diesem Auto hier in diesem Video gerechnet hat. Deswegen zieht euch das unbedingt rein. Da gibt es noch mehr Überraschungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal euer absolutes Traumauto in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!